Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei UFO-Mann LP aus den UFO-Mann Studios in Berlin. Und wir präsentieren Ihnen, meine sehr geehrten, meine sehr geehrten Damen und Herren, Prison Architect, der Knastarchitekt. So, meine lieben Freunde, das ist jetzt die Folge 2. Ja, hier geht es nicht so richtig voran. Wo ich die erste Folge gesendet habe, das ist auch schon wieder 2 Wochen her. Da dachte ich mir, komm, mein Freund UFO-Mann, wir legen noch mal ein bisschen was nach. Haben wir hier überhaupt ein Büro für einen Direktor? Ja, haben wir da. Okay, dann haben wir hier die Kantine. Ist die eigentlich schon fertig? Wir müssen noch einen Koch einstellen. Haben wir schon Koch? Ne. Gut, was ist das hier? Stapel Zutaten. Ah, okay. Die haben jetzt schon Zutaten geliefert, aber sie haben keinen Koch. Mitarbeiter. Warte mal, Planung? Ne, Stationierung auch nicht. Was ist hier mit Forschung? Können wir schon wieder was forschen? Ah, okay, da wird noch geforscht an. Stationierung wird geforscht, okay. Guck mal, wie viele Wachen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich so viele Wachen hatte. So. Ja, letztes Mal war es ja so, die sind ja nicht hier in ihren Knast reingegangen. Und da habe ich ja ganz zum Schluss noch die Eingebung gehabt. Ah, die gehen wahrscheinlich. Guck mal, was wollen die denn? Essen will der, der will duschen, der will pinkeln. Wenn du pinkeln willst, geh hier in dein. Auf dein Klo, Mann. So. Wir brauchen einen Koch. Wir brauchen einen Koch hier Personal. Und wir stellen jetzt einen Koch. Ja, der kann jetzt gleich an. Nein! Gleich 2 Köche oder was? Nein, ich will nicht 2 Köche. Ich will nicht 2. Nein, 3 Köche. Ach du Scheiße. Wie kann ich ihn denn wieder löschen? In Arrest legen? Nö. Warte mal. Nee, ich will nicht den Koch. Ich will jetzt gar keinen im Moment. Hier, guck mal, den Koch. Können wir ihn wieder wegmachen? Nein, nicht rausgehen. Mann, die sollen arbeiten. Man sieht schon mal wieder, ich habe gar keine Ahnung. Oh, guck mal, hier ist schon eine Revolte, wa? Ich höre hier schon rumkrölen. Die wollen jetzt hier rein was essen. Aber der Koch ist abgehauen. Können wir den irgendwie löschen? Hier, lösch den. Den auch löschen. Und der hier, der soll hier rein. Geht das? Macht er das? Oder so mit rechts? Tja. Warum ist denn der Koch rausgegangen? Haben wir hier noch gar keinen Elektroanschluss oder was? Guck mal, die warten doch schon. Die warten schon und haben Hunger. Oder kann er hier nicht arbeiten? Dump. Heißt Dump, ups, heißt Dump vielleicht versetzen? Dismanti. Dump. Jetzt hauen die wieder ab. Wo ist der Koch? Guck mal, jetzt macht er was. Jetzt baut er das Ding ab oder was? Jetzt hat er ihn abgebaut. Notfälle gibt es jetzt auch. Einrichtung. Küche. Was war denn das? Ein Kochherd. Nee, ein Serviertisch haben wir schon. Eine Tür, ein Billardtisch, ein breites Sofa, ein Fernseher, Mist. Wo ist denn hier der Kochherd? Ach, hier kommen sind noch mehr. Ein Herd, damit ihr was kochen kann. Hier, nochmal Herd. So, jetzt stellen wir mal den Herd hier hin. Ich habe ja fast den Verdacht, dass der gar nicht genug Platz hat, hier der Koch. Ja, so geht's auch, oder? So. Wie kriege ich den Herd jetzt wieder weg? Muss ich dazu jetzt irgendwie was anderes klicken? Oder Escape? Ah, okay.
Gut, da wird jetzt der Herd gebaut. Die warten da auf Essen. Jetzt brauchen wir noch einen Duschraum. Ein Duschraum, ein Duschraum. Ah, da kommt der. Guck mal, der trägt ja ganz allein den Herd, der Kumpel. Wo ist denn diese Lusche von einem Koch eigentlich hin? Guck mal hier. Der Koch trägt einen Personalschlüssel. Würdest du mal bitte folgen? Und dann komm mal hierher. Machst du das? Ah, jetzt. Okay. Jetzt haben wir es rausbekommen mit rechts. Hierher, komm her. Ja. Door Mode open. Okay, und jetzt Door Mode normal. Nein, warum ist denn der wieder rausgerannt? Door Mode open. Und? Los, rein mit dir. Und jetzt wieder Door Mode normal. Door Mode. Nein, nein. Der will immer raus. Der trägt einen Personalschlüssel. Können wir den wecken? Nein, jetzt haben wir den. Ah. Warte mal, wir machen nochmal diesen normalen Door-Mode. So. Und stellen jetzt nochmal. Ja, so geht das Geld natürlich auch weg wie nichts, wa? Und stellen jetzt nochmal einen Koch ein. So. Der rennt jetzt gleich wieder raus, wie der andere, oder was? Der soll doch kochen. Guck mal, wie sauer der ist. Koch doch mal, Koch. Der wartet an der Tür, um rauszukommen. Da, siehst du? Und jetzt will er wieder raus. Will nicht arbeiten, oder? Nee. Wartet jetzt wahrscheinlich, bis jemand kommt. Warte mal. Naja, Warum schließt denn du die Tür überhaupt hier auf? Aha. Sollte das hier nicht ein Personalraum werden? Räume? Personal. Personalraum. Hier, guck mal. Oh, hier ein Personalraum raus. Okay. Haben wir hier schon eine Lampe drin? Hier soll noch eine Lampe drin. Lass uns doch in den Personalraum auch eine Toilette einbauen. Was soll's? Einrichtung. Ein Sprinkler. Hohoho, Personalraum. Guck mal, wir machen mal hier eine kleine Toilette rein. In den Personalraum. Dann machen wir hier eine Lampe rein. Zack. So, jetzt brauchen wir aber ein Personalmöbel. Gibt es einen Personalaktenschrank? Wollen wir das machen? Personalraum. Gibt es einen Fernseher? Ein Stuhl. Lass uns doch hier eins, zwei Stühle machen fürs Personal. Ist allerdings ein Esstisch. Personalraum. Besuchertisch. Breites Sofa. Ein breites Sofa hört sich auch gut an für einen Personalraum. So. Und gib mir doch einfach ein. Na gut, dann machen wir einen Personalraum. Schreibtisch. Was soll der Geiz, ja? Da. Ups. Und das müssten sie doch jetzt eigentlich akzeptieren dann. Kann sich doch der Wärter da ausruhen oder was? Und trotzdem frage ich mich, wo der Koch jetzt ist. Der ist wieder irgendwo hingelatscht, nehme ich mal an. Was hat der denn hier eigentlich? Ein Gefangener? Der ist abgehauen. Der ist abgehauen. Was ist denn das hier überhaupt? Gefahrenstufe. Ist high. 7 Gefangene haben ernsthafte Beschwerden. Ho, 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 ho. Das Spiel ist ja schwerer, als ich dachte. Nee, nee, ich wusste, dass es so schwer ist. Aber ich habe mich trotzdem einfach mal rangewagt. Guck mal, kannst du nicht hier den Typen hier verhaften? Den hier oben?
Machst du das jetzt? Nö, wa? Ach nee, wir sind ja hier der, wir sind ja der Sicherheitschef. Ach, der braucht auch noch ein Büro. Gut, dann machen wir noch ein Büro für den Sicherheitschef. Warte mal. Braucht der einen Personalraum oder braucht der... Was brauchen der? Isolationszelle, Übergangszelle, Hinrichtungsdingsbums. Komm, wir machen mal noch einen Duschraum für die Gefangenen. Sonst heulen die. So, genau. So, und dann brauchen wir auch noch diesen Personalraum für den komischen. Ein Büro braucht er, genau. Der braucht noch ein extra Büro, sagt er. Oh, hier kann man gar kein Büro mehr hinmachen. Warum denn das? Warum kann ich hier kein Büro, weil ich schon eins habe oder was? Ich will doch gar kein Director's Office machen. Hört doch auf, Mann. Ah, hier müssen wir noch was anschließen. Sehr schön. Machen wir gleich mal. Versorgung, genau. Hier gucken wir. Brauchen wir jetzt ein kleines Rohr. Strom haben wir doch hier einen Stromanschluss, oder? Was ist denn hier unser Kabel hier? Guck mal, hier sind doch überall Kabel verlegt. Vielleicht ging das ja deshalb nicht, weil wir. Deshalb hat der Koch nichts gemacht, weil der Herd nicht angeschlossen war oder was? Guck mal, wenn ich hier so gucke. So, für mich ist das doch so alles schon mit Kabeln hier verkabelt, oder nicht? Machen Sie es alles nochmal neu, ja? Gut, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Okay, hier sind ja die Rohre, sind ja hier angeschlossen. Aber... Nee, die sind noch nicht angeschlossen. Jetzt machen sie so. Ja, die Rohre. So. Jetzt müssen wir... Na, hier fehlt noch einer. Kommt der mit dem Kabel? Hier fehlt noch einer. Leute, hier fehlt noch ein Rohr. Hier fehlt noch ein Rohr. Hallo. Kommt der noch mit dem Rohr? Da, oder? Los, bau das Rohr ran, Mann. Baust du das Rohr ran? Jetzt kommt der nicht ran, weil sein Kumpel da arbeitet, oder was? Oh, nee. So, jetzt. Ja. So. Oh, und die schreien da rum. Warum wird denn der Duschraum nicht gebaut? Ach so, weiß ich gar nicht, oder? Fundament. Ich habe vergessen, ein Fundament zu bauen. So, jetzt. Einen Eingang brauchen wir noch, okay. Ich bin ja noch so unerfahren. Ich bin ja bloß noch so unerfahren. Einrichtung. Gehört der Eingang mit dazu? Gefängnistür. Gibt es auch normale Türen eigentlich? Kann man nicht, wenn man hier eine normale Tür einbaut. Ich mache hier eine Gefängnistür rein. Scheiß drauf. So, jetzt macht ihr mir hier einen Duschraum. Ist das richtig? Der Hof wurde noch gar nicht benutzt. Vielleicht sollten wir ja mal, warte mal, auf den Hof hier so eine Hantelbank machen. Die ein bisschen spielen können, die Kumpels. So. Ich glaube, Geld eingenommen haben wir auch noch gar nicht. Wa? Ah, der Duschraum ist fertig. So, dann können wir jetzt aber auch Duschen einbauen, oder? Und lass uns mal hier Duschkopf. Ja, ha. Wir bauen jetzt Duschköpfe ein. Ein Duschkopf, zwei Duschkopf, drei Duschkopf, vier Duschkopf, fünf Duschkopf, sechs Duschkopf. Was gibt's noch? Gibt's einen Abfluss oder sowas? Ein Spülbecken.
Eine Kühltruhe. Eine Lampe muss hier natürlich rein. Na, wo war die? Hier war eine Lampe. Zwei Lampen am besten. Abfluss hier. So. Ich höre sie schon. Ich höre sie schon rumrebellen. Jetzt wird es langsam dunkel. Ich bin mal gespannt, ob die dann noch wirklich in ihre Zelle gehen. Aber die haben, glaube ich, die werden nicht in ihre Zelle gehen. Wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob man denen das dann erst noch sagen muss. So, Versorgung. Versorgung. Haben wir erstmal hier eine Wasserrohrversorgung? Also, gehen wir dann so lang. Und dann brauchen wir noch eine Stromversorgung. Warum mache ich das jetzt? Naja, weil da so ein Blitz leuchtet. Vielleicht hat das ja damit was zu tun. So. So, jetzt wird es langsam dunkel. Cool. Mit dem Licht und den Schatten ist sehr geil gemacht. Aber ich frage mich, ob die Leute jetzt in den Knast gehen. Der macht hier gar nichts. Was ist hier eigentlich im Personalraum? Da fehlt eine Trinkmaschine. Eine Trinkmaschine. Na, wo ist sie? Wo ist denn die Trinkmaschine? Ein Abfall-Eimer braucht er gar nicht, oder was? Ich weiß schon, was er meint. Getränkeautomat, oder? Hier. Kriegst du. Das war auch echt, ups, schwach von mir für den Direktor. Strom ist knapp. Wir müssen noch zusätzliche von diesen Dingsbumsen hier bauen. Zack. Passt da noch einer hin? Zack. Okay. Zack. Gucken, was dann passiert. Oh, die brüllen. Was ist denn los, Mann? Ja, essen wollt ihr. Essen. Ich verstehe das ja. Warum geht denn der Herd nicht? Essen wollt ihr und duschen wollt ihr, ja. Was kann ich euch noch Gutes tun hier? Ihr armen Gefangenen. Eine Kühltruhe noch, oder was? Ein Spülbecken. Ich glaube, die Küche ist mir viel zu klein geraten. Die werde ich dann, wenn ich die Chance habe, beim nächsten Mal nochmal... Wisst ihr, was ich noch vermisse? Vielleicht haben wir ja eine Chance, wenn wir die Kantine größer machen. Aber ich glaube, unser Knast wird es eh nicht mehr lange machen, wenn ich die ganzen Ausrufezeichen sehe. Guck mal, das funktioniert schon. Warum geht die nicht in die Zelle? Bring die doch mal in die Zelle jetzt hier. Los. Hier in die Zelle soll der. Los, bring du den in die Zelle. Jetzt geht er alleine in die Zelle. Oder muss ich hier irgendeinen Befehl auslösen, dass sie in den Knast gehen, Alter? Gibt es hier irgendwo eine, alle so einen Knast? Hier. So, geht jetzt alle in den Knast. Los, rein. Programme? Oh. Regie. Essensqualität, Missel. Die haben gar nichts zu essen. Die sterben gleich alle. Okay, Leute, das war's dann erstmal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht so abgeschreckt. Vielleicht sollte ich auch einfach nochmal von vorne anfangen. Aber ich könnte ja probieren, dass, ach, guck mal, bei Bauer eine Küche, da hat er, das ist noch nicht fertig. Gibt es da noch zusätzliche Informationen? Na gut, okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.